So Leute, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Allerdings, ihr seht ja schon, irgendwie ist heute alles ein kleines bisschen anders. Ich gucke sehr, sehr gern die Reaction-Videos von Unge und dachte mir, warum machen wir denn sowas nicht einfach mal für die Shisha-Szene? Und habe mir auch direkt ein Video geschnappt, das mir letztens ein paar Freunde geschickt haben und meinten, schau es dir mal an, sag mal, was du denkst. Und ich dachte mir, warum sage ich denn nicht nur den Leuten, was ich denke, sondern wir gucken uns das einfach zusammen an. Vielleicht sind da für den einen oder anderen noch ein paar Tipps dabei. Deswegen heute Reaction-Video auf das Shisha-Modi-Video, mein Funnel-Kopfbau. Ja Leute, kurz vorab, ich habe Shisha Mudi auf Instagram um Erlaubnis gebeten. Ich will hier niemandem mit auf die Füße treten. Das soll nicht dafür da sein, um sich über irgendjemanden lustig zu machen. Wie gesagt, vielleicht springen da für den einen oder anderen noch ein paar Tipps raus. Ich weiß, die Leute wollen viel lieber irgendwelchen Beef auf YouTube sehen oder sowas, habe ich aber einfach absolut kein Interesse daran. Wir gucken uns einfach das Video an, gucken mal, was uns gezeigt wird und schauen mal, was man vielleicht besser oder anders machen könnte. Ne? Deswegen würde ich sagen, wir starten auch einfach mal direkt rein. Wir sehen auch schon, es geht anscheinend um den Poseidon mit dem Hukain und entweder der Rhino Shisha La Visha, meine oder Freunde. Der Somo-Alufolie. Wir schauen mal rein. Shisha La Visha, Shisha Mudi. Im letzten, da ist wirklich, was ich immer süß finde, ist, man merkt manchmal so ein bisschen die Nervosität. Ne? So kleine Versprecher oder sowas, süß am Anfang. Hatte ich natürlich auch. Ist am Anfang ganz normal. Ne? Irgendwann ist es halt vollkommen normal, einfach in so eine Kamera zu reden. Gramm, ihr wisst, 17,90 € und ja, mittelmäßig, also nicht ganz okay, fein. Kamera regelt auf einmal runter. Schon ein paar Ästchen mit aber drin. Gut, ne, da muss man auch dazu sagen, die gute Shisha-Mutti, die ist ja ein paar Jahre älter, ist wahrscheinlich nicht so das krasseste Technikverständnis am Start aus. Siehst du, da habe sogar ich mich versprochen. Vielleicht bin ich auch nervös. Nee, ne, da muss man halt, keine Ahnung, finde ich ja jetzt nicht schlimm, ist eher so süß. Weißt du? Wie wenn ich jetzt irgendwie, wenn meine Mom auf einmal sagen würde, Marvin, ich mache jetzt einen Bastel-YouTube-Channel. Würde ich auch mega feiern. Wäre wahrscheinlich auch teilweise auf jeden Fall cringe dabei, vor allem, wenn sie versucht, das selbst irgendwie zu schneiden. Aber ich finde es geil. Ich finde es cool, wenn Leute aus ihrer Comfortzone rausgehen und neue Sachen probieren. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Finde auch gut, dass sie den Schnitt zeigt und drauf eingeht. Äste. Und wenn ich jetzt ganz recht weiß, ist der ja auch aus dem Hause 187. Mal so rausgelesen, hier steht ja die 30. Und alles, was 0,30 ist, ist von der Firma, na, sagt es mir, 187 Tabak. Mhm. Genau, ja. Und der hat auch die 0,30, also kommt er doch, denke ich mal, alles aus einer, oder es kommt aus einer Charge oder aus einem Hause. Kann man definitiv drauf gucken, ist aber nicht immer ein absolutes Indiz, ob jetzt mehrere Firmen zusammengehören oder so. Es gibt auch größere Tabakfirmen, bei denen sich Hersteller das eben anmieten können, dass sie dort ihren Tabak produzieren, einfach weil die riesige Maschinen haben. Deswegen das mit der Steuernummer nicht immer super aussagekräftig. Ja, also mehrere Hersteller könnten auch in einer Fabrik herstellen und nutzen sozusagen nur die Fabrik, um da ihren Tabak zu produzieren. Muss aber nicht heißen, dass es jetzt einfach alles eine Firma ist oder so. Aber so grob gesehen, bei manchen Sachen kann man dann schon gucken, kommt das aus derselben Fabrik. Das geht schon. Aber es ist nicht ultimativ aussagekräftig, finde ich. Genau, also er ist ziemlich grob. Ein paar Ästchen drin, riechen tut er bombastisch gut. Bombastisch also mäßig, gut. Aber nicht zu viel und wirklich zitronig. Also mein erster Geruch hat wirklich gestimmt. Die Zitrone ist sehr im Vordergrund. Na, finde ich echt schön, wie sie auf okay. Den Geruch eingeht. Ne? Und ganz normal, ja, Tabak-Review-mäßig gesehen, ja. Geruch auch immer wichtig. Ja, natürlich ja, der Geschmack das Wichtigste. Mit Funneln habe ich meine Probleme. Und ich gebe das auch ganz da bin ich gespannt drauf. Ich bin wirklich schon so oft jetzt angegangen und habe. Aber Leute, ich kenne einen Channel, da kriegt man manchmal so Funnel-Kopfbau-Videos gezeigt. Die sollen ganz okay sein, habe ich mal gehört. Ich habe die Füllungen weggeschmissen, weil es hinterher nicht funktioniert hat. Ich bin ehrlich, es ist wirklich nicht meins. Ich bin dann doch lieber mehr Kopfloch mein Sieb. Ist so. Jetzt habe ich aber diesen. Ist ja auch nichts Schlimmes dran, ne? Wenn man ein Setup gefunden hat, was einem schmeckt, das muss ja nicht unbedingt der Funnel sein. Aber ich finde es cool, dass er sich an den Funnel reintraut. Aber Leute, wenn ihr sagt, mein KS Apo mit Kamin, das funktioniert immer, das schmeckt mir gut, der Rauch ist gut, Alter, dann ist da nichts dran. Dann bitte benutzt euren KS Apo. Ne? Das ist absolut kein Ding. Nur weil ich sage, ich rauche den nicht oft,
muss das ja nichts heißen. Ne? Am Ende müsst ihr glücklich sein, nicht ich mit eurem Kopf. Tollen Funnel zugeschickt bekommen. Colorway ist sehr nice von dem Hukain-Funnel. 40 Mikrometer, also die sind beide gleich stark. Von ja, Mikrometer ist die Dicke von der Panzer-Alu. Ich habe ein kleines Video gemacht in Instagram, ihr habt es gesehen, da habe ich mir diese Folie genommen. Da hat schon einer geschrieben, vierlagig. Aber also bei 40 Mikrometer Panzer-Alu definitiv nicht vierlagig, Leute. Vierlagig könnt ihr bei Haushalts-Alu nehmen, aber auch vier Lagen Haushalts-Alu sind zwar so dick wie eine Lage Panzer-Alu, aber dadurch, dass ihr eben mehrere Lagen braucht, meiner Meinung nach immer noch nicht so gut wie Panzer-Alu. Ja, Panzer-Alu im Kopf bauen ist deutlich einfacher, funktioniert oft viel, viel besser, weil man sie besser spannen kann, weil man sie nicht komisch falten muss, weil nicht noch Luft zwischen den einzelnen Schichten ist und. Also vier Lagen Haushalts-Alu funktionieren ungefähr gleich von der Dicke wie Panzer-Alu, sind aber immer noch nicht gleich gut wie eine Lage Panzer-Alu, meiner Meinung nach. Ich denke, Panzeralufolie ist einmal und das müsste dann ja ausreichen. Ja, hast du recht, eine Lage Panzeralu reicht. Wenn Sie 40 Stärke haben, müsste das funktionieren. Beide Seiten matt. Was ich bei dieser Seite, wo ich gedacht habe, glänzend, ein bisschen mehr glänzend, gibt es da Unterschiede, aber. Das ich glaube nur bei der Haushaltsalufolie so, dass da auf der einen Leute, auch weil mich immer wieder Leute fragen, matte oder glänzende Seite nach oben, scheißegal. Ja, also das bisschen Unterschied werdet ihr beim Shisha-Rauchen niemals merken. Wenn sich jemand einredet, dass er das merkt, kommt gerne mal vorbei, wir machen einen Blindtest. Ich baue einen Kopf mit der glänzenden Seite unten und einen Kopf mit der matten Seite unten und dann bin ich mal gespannt, ob ihr da rausschmecken könnt, ob es da einen Unterschied gibt. Ich glaube nicht. Seite glänzt und auf der anderen Seite ein bisschen mattisch. Ich würde aber auch eine glänzende Seite nach oben packen. Genau. Wie gesagt, meiner Meinung nach vollkommen egal. Dann traue ich mich mal an dieses Experiment. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt geht der Kopf voll los. Okay, Funnelstopf benutzt. Nice. Ich jetzt schon, dass ich hier unten nicht immer so eine Sauerei habe, aber ja, das habe ich jetzt bei euch allen auch schon gesehen, dass ihr das auch. Gerade bei so Funnel wie dem Hukain, wo das Loch ein bisschen tiefer liegt und das Depot nicht sehr, sehr breit, sondern eher hoch ist, ist das mit dem Stopfen auf jeden Fall immer eine ganz gute Idee. Man kann auch ein Stück Alufolie, ein Stück Zewa oder sonst irgendwas nehmen. Ganz dieser Hukain-Kopf oder Hukain. Hukain. Ist in Deutschland. Oder Hukain. Je nachdem, ob Deutsch oder Englisch. Aber macht sie auf jeden Fall schon mal gut. Funnelstopfen ist drin. Sie hat den Tabak aufgelockert und zum Dosenrand hingeschnickt und lässt ihn jetzt einfach locker fluffig reinfallen. Wenn man ein fluffiges Kopfbau-Setup haben will, ist das auf jeden Fall mehr als gescheit so. Kann man auf jeden Fall so machen. Bis jetzt nicht schlecht. Jetzt habe ich doch Sauerei gemacht. Ah, passiert. Einfach wieder mit rein in den Kopf. Hier schön zurecht. Kein Problem. Erstmal an die Seite. Okay, und man soll ja auch ein bisschen nach unten bauen. Ja, das also kommt drauf an, wie man bauen will. Ne? Aber knapp unter den Rand ist schon okay. Das kann ich jetzt. Ah, das ist schon fast wieder schwierig. Ne? Also man könnte den auch fluffig lassen. Man muss nur ein bisschen verteilen. Ich weiß nicht, ne? Man sieht ja jetzt nicht genau, mit wie viel Druck sie arbeitet. Könnte schon fast sein, dass sie da ein bisschen zu hart reindrückt. Aber wir schauen mal weiter. Dann aber doch besser mit der Nadel. Also der Tabak ist jetzt auch nicht ganz so richtig durchtränkt feucht. Also es okay, also mein Octopus-Tabak war sehr feucht. Grad nachzubauen, dann den Rand innen sauber. Oh, schwierige Sache. Sie drückt den Tabak gerade mehr an den äußeren Rand. Ist natürlich geil, weil weniger Tabak in das Funnelloch fallen kann. Das Problem damit ist, dass ihr die Oberfläche an Tabak immer komprimiert bzw. immer komprimierter baut. Und je weniger Oberfläche ihr habt, desto weniger kann der Tabak eben auch dann Rauch freigeben bzw. Dampf freigeben, weil die Molasse im Tabak ja verdampft. Deswegen, wenn man das übertreibt, kann das eher zu einem schlechteren Kopf führen. Ihr seht, ich bin wirklich nervös. Kein Problem. Wirklich nicht meine Disziplin. Ist irgendwie süß. Man kann damit wirklich toll und lang rauchen. Aber ich werde. Ah, das sieht, oben links in der Ecke sieht das schon wirklich so aus, als wäre das sehr, sehr schräg an den Rand gedrückt. Das muss nicht unbedingt gut sein, beziehungsweise tendenziell eher was Schlechtes. Ja? Also, ihr wollt die Oberfläche schon gerade halten. Vielleicht ganz leicht abschüssig ist auch noch okay, aber es kann ruhig einfach glatt sein. Deswegen dieses schräge Bauen, vielleicht ein bisschen schwierig. Schauen wir mal weiter. Okay, jetzt da war der Funnelstopfen weg und schon geht's los. Ich nehme eigentlich jetzt gerne Nadel rein. Machen wir es doch mit der Hand. Das sagt sie ja auch selbst, ne? Mit der Nadel drin. Ich weiß aber auch nicht, warum da jetzt nochmal Tabak nachgebessert werden muss und dann noch mehr angedrückt werden muss. Macht zu viel, macht zu wenig. Muss nicht unbedingt sein. Zu viel, machen wir wieder raus. Wieder ein bisschen raus, okay. Das bereitet mir echt Schweißperlen auf die Nase. Ich würde sagen, das bereitet ihr Schweißperlen auf die Nase. Sie ist nervös. Shisha-Mudi,
Ganz entspannt, einfach immer mehr dein Funnel benutzen und irgendwann wirst du schon den Kopfbau finden. Ja, mal höher bauen, mal niedriger bauen, mal mehr anpressen, mal fluffiger lassen. Mit der Übung kommt der Meister. Richtig, mit der Übung kommt der Meister. Obwohl ich jetzt bei diesem Kopf gehört habe, er ist eigentlich Ja, für da alles immer mehr andrücken, sehr immer offen, mehr dieser andrücken. Kopf. Jetzt Muss habe ich schon nicht wieder Kopf. gut sein. Und der Tabak liegt auch immer noch Er sehr ist eigentlich schräg. für alle die gemacht. Den Rand schön sauber ziehen. Das ist gut, ja, kann man machen, ne? Wenn da so So. ein Plättchen unter der Alu hängt und da dann Kohle ist, das kann relativ schnell verbrennen. Deswegen ist es nicht schlecht, da gerade mal den Rand sauber zu machen. Guck mir YouTube-Filme an, Oh. natürlich. Ich will es ja auch lernen. Da Aber frage ich mich doch, Shisha-Mudi, welche Kopfbau-Tutorials schaust du dir gerne an? beim selber machen. Und dann würde ich gerne jemanden haben. Halt, stopp, du musst das doch so und so machen. Genau das machen wir. Halt, stopp! Hoffentlich gut geworden. Sieht auf jeden Fall jetzt nicht schlecht aus. Ne? Man hätte noch ein paar Kleinigkeiten verbessern können, aber Endergebnis sieht jetzt eigentlich nicht verkehrt aus. Ne? Ich muss aber auch sagen, dass der Hukain-Funnel nicht unbedingt der beste Funnel für Anfänger ist. Ja, da würde ich mir eher sowas wie die Harmony Bowlen holen oder so. Da sind kleine Fehler nicht ganz so schrecklich. Ja? Also die Harmony Bowl verzeiht kleine Fehler jetzt eher als so ein Kopf mit einem relativ schmalen Depot. Die Spannen der Alufolie. Ich Das habe spannende Alufolie, da sind wir gespannt. gesagt, ich nehme die mir von Sumo her. Ich aufsetzen. Okay. Oh, Und Hand jetzt nach reindrücken unten ist schon spannen. mal Krise. Und da Das seht ihr ist es ja auch auch schon, so ihr habt es gesehen. eine Kunst. Da ist schon eine dicke Delle drin. Da muss er jetzt richtig spannen, um die wieder Ich habe mich hier rauszukriegen. schon geschnitten, wie ihr seht. An der Alufolie. Habe ich mir schon weh gemacht, dass ich mich nicht ganz, ganz, Ja, ganz. das mit der Hand oben drauf. Es ist gut, die Alufolie zu fixieren. Ich würde euch aber empfehlen, um den Rand zu greifen und nicht oben drauf zu datschen, weil dann seht ihr schon, habt ihr die oben eingedellt, ne? Und bei Köpfen, wo das Funnelloch relativ hoch ist, könnte es jetzt schon passieren, dass die Alufolie dann vielleicht anhängt. Aber schauen wir weiter. Vielleicht kriegt ihr das ja noch rausgespannt. Jetzt sitzt es ja eigentlich Naja, wirklich gut. na, das sieht ein So, bisschen jetzt mache eingedellt ich mir aus. meine Löcher rein. Erstmal Tabak abmachen von dem Stecher, bitte. Ja, wenn da jetzt Molasse an der Alufolie hängt, könnte ungünstig werden. Ich würde die Löcher weiter an den Rand machen. Das sind auch sehr, sehr kleine Löcher. Die würde ich ein bisschen größer machen. So wird es jetzt aussehen bei mir. Und ich hoffe, Ja, dass. also ihr seht, ne, das ist jetzt fertig, die Spannung für sie. Die Löcher weiter an den Rand, weil der Tabak ja auch nur sehr, sehr weit am Rand liegt. Die inneren Löcher, das ist jetzt schon sehr, sehr nahe beim Funnelloch. Ne? Das ist vielleicht suboptimal, weil die Luft muss ja auch erstmal am Tabak vorbei. Und außerdem sind die inneren Löcher relativ klein. Ne? Also ich hätte alles weiter am Rand gemacht und die Löcher enger beieinander, also die Reihen enger beieinander und ein bisschen dickere Löcher. Meine Kohlen kommen. Die Kohlen kommen. Ah Das nee. weiß ich ein Helferlein. Kohlen Ich werden lasse jetzt gebracht. nicht Was mehr, ein dass Service. Da ist auch Regie am meine Start. Platte hier spielt. Bin echt zufrieden mit dieser Pfeife. Ist nicht schlecht. Für eine große Meine Vierschauchpfeife Schiffe. absolut gescheit. Mega cool. Ich habe mir jetzt eine Review kommt auch noch. nachbestellt. Fühl, weil ihr wisst ja, ich bin Camper und wenn wir dann im Vorzelt sitzen und die Das ist auch geil. Beim Campen im Metallmundstücke so kalt Vorzelt noch eine sind. Pfeife. Nee, jetzt habe ich mir eins Maschallah. gekauft. Meint ihr, ich könnte schon anfangen? Ich glaube noch nicht. Der Kopf muss sich ja erstmal mit erhitzen. Nein. Oh, okay, Genau. sorry, da sind schon Flammen am Kopf. Der Es muss wird krass warm kommen, sein. bis die Alufolie warm wird Bis und die Alufolie das warm geht ist. euch Das ist ein ganz bisschen wichtig. besser wie Nicht der ich. Kopf, Müssen wir die jetzt 2, Alufolie. 3 Minuten warten. Zum Nee, Thema, das ist halt wieder wir so, uns meinte jetzt sie bestimmt, einigen, aber ich ist muss halt ein bisschen sagen, nervös, ich denke habe ein ich. bisschen, ich habe da leider keinen Einblick, wie ich jetzt live gehe. Ich habe mir extra eine Webcam gekauft. Die Ach habe ich cool. probiert Na, ist richtig, reinzukriegen richtig in das motiviert. Finde ich System. geil. Ihr lacht mich aus, ich schaffe es einfach nicht. Es ist wirklich Kein ein Problem, wenn ich riesiges meiner Mom sagen würde, so, ey Internetproblem. Mom, geh mal jetzt live auf YouTube. Ich muss meiner Mom erstmal erklären, wie so ein USB-Stick funktioniert. Ne? Also mit live gehen auf YouTube für uns so selbstverständlich. Ich glaube, für die ältere Generation nicht so. Die Wand, also, ne, also die Na, auch Wärme muss ja instinktiv natürlich auch da richtig gemacht. rein. Man kann auch immer hier unten so an dem So Kopf mit fühlen, ob der schon warm ist. 2, 3 Minuten noch. Natürlich sollte man das nicht nach 20, 30 Minuten erst machen. Dann könnte ja schon ein bisschen heiß sein. Ne? Aber Aber wird schon Rauch besser, kommt ihr ja seht. langsam. Es Ja. hat auf jeden Fall 15 bis 20 Gramm Tabak für einen Funnel, finde ich jetzt nicht viel, wenn ich sehe, was Ist der okay. Emi-Glaskopf mir an Ja, das ist Tabak natürlich auch raushaut. Hardcore-Beispiel. Ne? Amy-Kopf, Schlüsselteile, viel mehr tubular Tabak geht nicht mehr. Reaktion. Und ich gebe ihm auf jeden Fall noch mal eine Aber Chance. da muss man auch nochmal dazu sagen, ne, Leute, wenn ihr einen Kopf habt, wo mehr Tabak reingeht, dann kann man tendenziell halt auch länger rauchen. Ne? Das ist ganz einfach. Gehen schon mal daneben, bis es dann richtig funktioniert. Aber wenn. Das ist richtig. Einfach dranbleiben. Mal höher bauen, mal dense bauen, mal fluffig bauen. Na, und irgendwann hat man es raus, wie es für einen funktioniert. Bis bald, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Ups.
da war am Ende der Rest weg. Ja, Leute, wie gesagt, ne, das soll hier kein Hate sein. Der eine oder andere Tipp ging raus. Vielleicht hilft er der Shisha-Mutti. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich finde es ultra cool, dass sie als ältere Frau, sage ich mal, also auf jeden Fall nicht Durchschnittsalter, was Shisha-Rauchen angeht, sich daran versucht und sich auf jeden Fall Mühe gibt und auch noch YouTube-Videos drüber macht. Ne? Ihr wisst das, ich liebe YouTube. Deswegen finde ich auch geil, da die Position mal zu sehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Mom so interessiert an Shisha wäre, ich würde es auf jeden Fall feiern, aber es ist natürlich auch kein Ding, wenn jemand nicht raucht. Leute, lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr diese Art von Reaction-Video findet. Feiert ihr sowas? Sollen wir sowas auch noch zu anderen Videos machen? Falls ja, zu welchen Videos sollen wir das machen? Lasst, wie gesagt, gerne einen Kommentar da. Ansonsten einen Daumen nach oben, um mir zu zeigen, die Reaction-Videos kommen gut an. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.